Hey, Freunde. Offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. Und jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren. Jameson hat als gelernter Journalist in so etwas jahrelange Erfahrung. Auch wenn ich recht habe, wird er gewinnen. Manchmal geht es nicht um die Wahrheit. Es geht darum, dass man am meisten oder am lautesten redet. Aber trotzdem stelle ich mich der Diskussion. Ich muss es einfach versuchen. Und hey, vielleicht lernen wir ja alle daraus. Nächste Woche kommt eine gekürzte Fassung meiner Diskussion mit JJJ. Die Textversion dann auf meinem Blog. Bis dann und investiert in Blaulichtfilter, wenn ihr am Computer Kopfweh bekommt. Bye! Das stört etwas den Funk der Notfallrettungskräfte. Sollte ich mir ansehen. Ich hatte dich... Spider-Man, Gott sei Dank. Irgendwas stört den Notfallfunk. Wir können die Feuerwehr einfach nicht erreichen. Ist noch jemand da drin? Nein, wir haben alle rausgeholt. Aber ohne Hilfe wird das Feuer überspringen. Hörst du das? Nur Rauschen. Ich kann die Quelle sicher finden. Keine Sorge, ich stelle Ihren Funk wieder her. Je schneller ich die Quelle finde, desto schneller ist die Feuerwehr. Meine Netze richten hier nichts aus. Die Signalstörung kommt von da vorne. Das Feuer brennt ordentlich und ich höre nur Rauschen. Das mit dem Tower hat wohl funktioniert. Die Versicherung zahlt nur, wenn alles hinüber ist. Also sorgt dafür, dass das mit dem Rauschen so bleibt. Sie stören den Funk für einen Versicherungsbetrug? Das geht gar nicht. Hast du das Gebäude mal gesehen? Sowieso schon die reinste Feuerfalle. Aber echt, so verrottete Kabel habe ich lange nicht gesehen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Das ist eine Ratte? Oh, verdammt! Das tut mir leid! Hättet ihr euch mal für die Spider-Man-Versicherung entschieden? Es ist Spider-Man! Das Feuer brennt noch! Leck ihn ab! Verzieh dich! Das hält mich! Strom kann der Funk nicht funktionieren. Ich muss den Generator aufladen. Herr Sanitäter, ein paar Kerle wollen das Haus für einen Versicherungsbetrug abfackeln. Deshalb stören sie den Funk. Wie bitte? Sie bringen Leute in Gefahr. Ja, was macht das Feuer? Es wird bald auf die Nachbargebäude überspringen. Und ich erreiche die Feuerwehr immer noch nicht. Bald sollte es wieder gehen. Halten Sie durch. Ich sag Bescheid. Nicht mehr weit. Warte. Das Signal ist wieder stärker. Oh, was hast du gemacht? Warum denkst du immer, dass ich an allem schuld bin? Hä? Was soll das? Beeilung. Der Funk muss endlich wieder funktionieren. Spider-Man! Wer ihn ausschaltet, kriegt einen Bonus! Hab dich! Hab ich dich! Keine Chance, Schneider!
noch den Strom wiederherstellen. So, ich glaube, das war's. Ich sollte nach dem Feuer sehen und den Funk überprüfen. Hey, geht der Funk wieder? Ich höre alles laut und deutlich. Ich habe die Zentrale erreichen können. Die Feuerwehr kommt gerade. Die Feuerwehr konnte den Brand gerade noch rechtzeitig löschen. Deine App kriegt definitiv 5 Sterne. Keine Ursache. Und bitte weiter so. Je mehr Leute die App verwenden, desto sicherer wird New York. Ich werde allen davon erzählen. Danke nochmal, Spider-Man. Okay. Ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Hey Miles, bist du okay? Ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Okay, ich werde mich bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, cool. Harlems Geschäften treiben Video-Unwesen. Vielleicht dieselben wie bei Theo. Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du es gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan, wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Hey Genki, es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Calebs Clean Cuts und Panafuerte? Ich liebe Panafuerte. Hast du die Arepas probiert? Vor dem Essen erst ein paar Superheldentaten. So sind die Regeln nun mal. Ja, na klar. Wie ist der Plan? Die Gestohlenen warnen und die Täter finden und eventuelle Verbindungen zum Überfall auf Theos Bodega feststellen. Klingt gut. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung.
Von da aus wird Calebs Block beliefert. Ihr Underground. Polizei? Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oscorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Oh Gott. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Hast du das mit der U-Bahn gehört? Ja, hab ich. Die neue Spinne hat die Züge wohl repariert, sagt man. Dann hilft er wohl zumindest ein bisschen. Du machst viele Überstunden gerade. Um die Feiertage sind wir immer zu wenig Leute. Du bist der Einzige. Sag's ruhig. Ohne Familie. Sorry. Was Neues? Schwer zu sagen, was wichtig ist und was Müll. Im Norden hat ein Caleb Ward Überfälle gemacht. Camila hat sich gewehrt. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Ja, ein Block weiter nördlich. Bis zur Ampel. Nicht zu verfehlen. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Okay. Aber wo in Chinatown? Ich hab den anderen Spider-Man ewig. Er ist im Weg. Ist vielleicht in Rente. Und überlässt New York einem Jungspund? So definiert man in Rente gehen doch. Nicht sehr verantwortungsvoll. Dieses verfluchte Viertel, ich fantasiere schon. Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Ja, ich schick dir die Adresse. Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los! Hey, Spider-Man, gibt's was Neues zu den Waren? Ja! Ich glaube, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh. Gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke. Daraus könnte man was machen. Nein! Lass Camila gehen! Sehe ich das richtig? Camila ist in dem Auto? Ja!
das durch Manhattan rast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja! Oh mein Gott! Halt bitte durch, Camilla. Du musst dranbleiben. Hoffentlich geht's ihr gut. Camilla, alles klar da drin? Hilfe! Bitte! Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR, bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Gracias. Du hast mir das Leben gerettet. Genki, Camilla geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camillas und Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich meld mich. Kisten. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Die wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Durch den Container hört man nichts. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Der Boss will also Feast dicht machen? Die Hauptstelle oder das in Harlem? Harlem. Will bestimmt das Grundstück kaufen. Was? Legt euch nicht mit Feast an. Hier erfahre ich gar nichts. Ich muss woanders lauschen. Was glaubst du, was er da bauen will? Wohnung vielleicht. Büroflächen. Für Drogengeschäfte? Vermutlich. Ist ja leicht verdientes Geld. Aber nicht in meiner Nachbarschaft.
darf mich sehen. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurschere, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Kerle mit mysteriösem Boss? Null. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Hey, hier war ich schon. Ich bin in den Tunneln an Rhino vorbeigeschlichen. Vor denen laufe ich nicht mehr weg. Das kann ich sicher brauchen. Container mit weißem Stern. Wichtige Kiste. Muss sie nur öffnen. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Dann jetzt zum Inventar im Container. Spider-Man, auf ihn! Im Ernst? Noch mehr von euch? Das ist ein Ende! Euer Boss gibt euch Raketenwerfer? Der meint's ernst! Wie gefällt dir das, Kleiner? Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert. Lass ihn nicht an die Waren ran! Du bist tot! Du hast es schon gewollt! Warum einen Friseurladen dicht machen? Die brauchen wir doch! Ich mach dich platt! Du kannst kaum erwarten, dass sie aus Harlem verschwindet! Kämpfe gegen Geister!
Na also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helfe dir beim Transport. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke, danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Mit deiner Hilfe. Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mache gerade eine Liste. Bisher habe ich Vulture, Scorpion, Tombstone. Ich glaube nicht, dass Electro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen. Aber okay, der soll aus unserem Viertel verschwinden. Oh, zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Mach's nicht schräg. Zu spät. Das East Nord wurde geschlossen. Es ist viel zu kalt, um auf der Straße zu sitzen. Ich sollte als Miles gehen und rausfinden, was bei East los ist. Hey Genki, ich werde Gloria wegen East fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Gefällt mir. Hey Gloria, was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Ach, das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Fiestasyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Ich muss rausfinden, was mit dem Wasser passiert ist. Vielleicht weiß hier jemand was. Kein Camping-Fan? Ich mag es, in eine schöne, warme Wohnung heimkommen zu können. Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Feast, oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Okay, verdächtig. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Wenn du es im Schnee absetzt.
Moment, ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kam sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und Vorsicht mit dem Messer. Sicher, danke. Warum bist du hergekommen? Ja. Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Hey, hast du Zeit? Ich arbeite an Speed Donegan. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen mal fies rumgetrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. Ich war eine Weile in dem anderen Asyl. Es ist größer. Muss mich umziehen. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. Führt in einen Gully! Verstopft von Müll. Klar, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsse-Projekt in der 4. Klasse. Wir sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber, ja. Steig nicht in den Hudson. Gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Okay, Bankraub und Umspannwerk verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir es raus. Willst du entweder Schutzgeld kassieren? Wenn es erstmal läuft, klar. Zuerst muss er hier alles im Griff haben. Sind wir nicht deswegen hier? Nicht schlecht, Kleiner! Jetzt bin ich! Jetzt ihn! Sagt ihr euch mit Zeit! Los! Versuch doch aufzustehen! Verzieh dich, Spider-Kid! Die Pumpe einschalten. Hey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Ah, können die sich stattdessen nicht einfach am Essen, den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren, Dick. Warte kurz. Hinter Müll. Cool.
Gott, ist das kalt! Erstes Ventil, jetzt noch zwei. So, wir waren bei der Lektüre für die Winterpause? Echt abgefahren, bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Sekunde, hier ist ein Ventil. Das hier hat eine Druckanzeige. Muss ziemlich alt sein. Mist. Oh, schnell ein Netz. Der Wasserdruck muss genau mittig sein, sonst könnten die Rohre wieder brechen. Warten, bis genug Druck da ist. Das waren zwei. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Hey, sorry. Was war mit dem Buch? Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow, total fesselnd. Bist du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Alter. Verzieh dich, Spider-Kid! Hey, Jungs! Sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade. Erledigt! Das hier geht dich gar nicht an, Spider-Man! Das hier ist eine Privatangelegenheit. Und mit unserem Boss willst du dich nicht anlegen. Fang an zu beten. Deshalb lässt man die Finger von Asyl. Ich ziele. Wenn ihr Harlem in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Achtung, er ist in der Luft. Kopf hoch. Noch könnt ihr abhauen! Jetzt zum Druckventil. Das sollte passen. Das Wasser am Pumpwerk anstellen. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Feast Nord schicken und die Schließung aufheben. Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht. Kommt sofort. Sie unbedingt loswerden. Was war das? Letzte! Seid auf der Hut! Einfacher als ich dachte. Hey! Habt ihr gesehen? Holt ihn euch! Findet die Spinne und erledigt! Ich brauche Hilfe! Sagt mir, für wen ihr arbeitet! Im Leben nicht! Macht ihn fertig! Sagt mir wenigstens, wo er ist, dann hole ich ihn mir selbst! Dann zeig mal, was du kannst! Komm her! Verschwunden!
drastischer Gewalt! Hey, ich hab Neuigkeiten. Ihr Boss sitzt im Raft. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation zu seinen Leuten draußen kappen. Sehe ich mir an. Jetzt das Wasser anstellen. Dann mal Wasser. Marsch! Super Timing. Der Prüfer ist gerade angekommen. Sie sollten bald wieder öffnen können. Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, Gründe, warum dieser Boss es auf Feast abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau, aber wir haben es verhindert. Yay, Team! Guten Tag. Oh, Spider-Man, hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich hab da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Hey, Gloria, Miles hier. Das Feast Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gern doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Okay. Tschüss. Hey, ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, du kennst sie. Von der Kundgebung, weißt du noch? Straßenkünstlerin, spricht Gebärdensprache. Oh ja, sie ist cool. Ich warte auf deinen Post. Cool. Bis später.